Hallo Leute, ja, wir sind hier wieder unterwegs. Es ist nichts passiert in dem Sinne. Die Züge fahren noch. Wir hatten ja letztes Mal ordentlich durchgeguckt. Und ja, eigentlich habe ich mal geschaut nach Startjahr. Nächstes Fahrzeug kommt 1854, war das, glaube ich, ist eine Lok. Und viele Dinge kommen erst Ende des Jahrhunderts. 1885 war, glaube ich, eine Straßenbahn oder eine Kla Schmalspurbahn, eins von beiden weiß ich jetzt nicht. Das ist ein bisschen traurig, da hat sich nicht ganz viel getan wohl. Das heißt, wir können da noch lange warten. Wir sind jetzt mal gerade bei 1840, das heißt, unsere Städte werden rasant wachsen. Wir werden wahrscheinlich vielleicht eher Industrie sehen, die wir noch gar nicht bedienen können oder sowas. Das könnte natürlich passieren. Mal schauen, wie sich das so ergibt. Gehen wir ins Logo und dann auf den Großbildschirm. Ja, vielleicht haben wir Startjahr zu früh gewählt, das kann natürlich auch sein, aber irgendwie wollten wir das ja. Das war ja ganz nett eigentlich auch und so. Und wir sehen ja, wie die Städte wachsen, dann passt das auch. Was sagt denn hier unser Schifflein? Da gehen schon welche rüber. Hier geht niemand rüber, das ist schon mal schlecht. Wir haben jetzt kein Wachstum groß. Ich kann aber auch die ganze Zeit mal schnell laufen lassen. Wir sind hier mit 100.000 oder 150, 100, 200.000 vielleicht im Minus. Mehr war es nicht. Wir gehen mal von Städtchen zu Städtchen hier gerade. Jetzt sind wir gerade hier in Schwandorf. Dann gucken wir hier nach Lippstadt. Hier sieht's nicht aus, dass hier was rüber ist. Dann gehen wir nach Erlangen. Erlangen ist auch alles tippitoppi. Wennenden ist auch noch alles tippitoppi. Schwandorf waren wir. Nächstes ist hier, machen wir hier Friedrichsdorf. Da ist auch nichts. Dann haben wir Bad Mergetheim. Da ist auch nichts. Achim ist auch nichts. Neubrandenburg ist auch nichts. Köln muss hier irgendwo liegen. Da ist Köln. Köln ist auch nichts. Jena haben wir hier. Da ist auch nichts. Königsbrunn ist auch nichts. Bad Zwischenahn war das, ne? Ja. Ist auch nichts. Dann haben wir hier Gütersloh. Da ist auch alles abgedeckt. Dann gehen wir nach Lüneburg. Lüneburg passt auch noch alles. Da unten haben wir zwei Brücken. Ja, da haben wir einige Staus an Fahrzeugen, aber die, ja, haben wir letztes Mal aufgebaut. Passt schon, ne? Dann haben wir hier Bayreuth. Da ist auch nichts. Willig. Ist auch nichts. Bünde liegt hier. Oh, hier ist, glaube ich, noch ein Zipfel mehr gekommen, aber sonst leider nichts. Kein Häuschen. Ettlingen ist hier. Da ist auch nichts. Dann haben wir hier noch Willensdorf. Da ist auch nichts. Dann sind wir über die Karte schon wieder drüber weg, ne? Gucken noch mal hier. Schwandorf tut sich nichts. Können ja mal hier reingucken. Da stehen nur Achte. Das heißt, da ist jetzt auch nichts Bewegendes hier rüber und auf der anderen Seite steht wahrscheinlich auch kaum noch was. Ja, 23 tatsächlich sogar. Ja, da ist jetzt gerade nicht so viel los auf der Karte. Wie sieht es denn in der Liste aus mit Wachstum der Städte? Name nicht, sondern Wachstum in Prozent und Lüneburg wächst zurzeit am meisten. Ist aber nirgendwo ein Häuschen zu sehen, was gerade kommt. Neubrandenburg Rathaus ist überfüllt. Okay. Nächstes Wachstumsort. Ach, jetzt guck mal, jetzt ist hier schon nur noch 4,8. Eben stand 8,1. Hier ist nix. Auch nicht. Bad Zwischenahn nicht. Achim nicht. Königsbrunn nicht. Will ich nicht, will ich doch, ne? Friedrichsdorf, Bünde. Die Karte machen wir gerade zu. Bünde, Willensdorf, wo sind wir jetzt hier stehen geblieben? Dann kommt Gütersloh. Machen wir die Karte nach hier oben oder dieses Fenster nach oben. Gütersloh hatten wir gerade, ne? Da ist aber auch nichts. Bayreuth wächst minimal, obwohl da steht jetzt 5,4. Die Zahl ändert sich ja in der Liste da. Hier ist nichts.
Hier wächst auch nichts außer den Haltestellen. Hier ist auch nichts aus den Haltestellen rausgewachsen. Lippstadt tut sich auch nichts. Sparndorf waren wir schon, ja, aber ist auch nichts Neues. So, dann haben wir hier Neubrandenburg nochmal. Da war der Bahnhof ja voll. Da sollten wir vielleicht mal gerade einmal gleich reinchecken. Diese Stadt hatte eben noch kein Wachstum, sondern ne, Wegzug oder wie man das dann nennt. Und Wendenden wird auch kleiner wohl. So, Neubrandenburg gehen wir mal hin und gucken jetzt in den Rathausstelle rein. Da stehen 129, die war überfüllt. Ich lasse einfach mal schneller laufen. Jetzt sind sie schon 144, 184, okay. Ja. Ich glaube, wir müssen dann doch langsamer laufen lassen, weil, oder ja, langsamer laufen lassen, weil das wechselt hier zu oft. Jetzt sind es nur 62, das heißt, es ist doch alles gut, oder? Das ist halt, wie die Züge da reinkommen oder rauskommen, ne? Das ist das Entscheidende. Bad Mergentheim, es sind welche nach Norden. Schwandorf geht auch nach Norden. Friedrichsdorf, also die Züge, die von Norden kommen, müssten jetzt als nächstes hierher. Intern haben wir 10, 6 und 16. Das heißt, da wäre sogar auch noch eine Option, noch eine Kutsche mehr drauf zu machen. Erster Omnibus ist auch, glaube sogar 1930, der da gebaut wird. Das ist ganz spät in der Liste. Da ist vorher noch nichts, keine Benzin- und eine Motorkutsche oder wie hieß das? Die ist leider nicht implementiert. Erster Bus ist, glaube ich, 1930 in dem Spiel. Gut, wir fahren also ganz lange mit Kutschen. Wir haben aber auch nur Monate jetzt hier rumgekriegt, indem wir schnell laufen lassen haben. Das ist jetzt auch nicht so besonders, ne? Gut, wir gucken mal gerade ins Geld rein. Marge ist hier. Ja, man sieht die immer so schlecht. Die ist aber hier mit 20% ziemlich hoch. Wir gehen mal in einen Monat. Ja, das war immer hoch, ne? Das haben wir gut am Laufen. Da brauchen wir uns eigentlich momentan keine Sorgen machen ums Geld. Wir sind da auch mit 1 Million jetzt im Plus. Also das heißt, Monatsende haben wir gleich. Warte mal, das lassen wir gerade laufen. Dann sehen wir, wenn er umswitcht. 25. Ja, das dauert auch lange, ne? 26. 27. 28. 1,2 Millionen plus gerade. 29. 1,25. 30. 1,3 fast. Jetzt fängt der 31. an, da haben wir 1,3 auf jeden Fall. Und der nächste Monat kommt bestimmt im 1,35 plus und fallen auf 462 runter. Das heißt, mit dem Geld sind wir im Positiven am Laufen. Das macht erstmal keine Probleme uns. Können tatsächlich jetzt nochmal reinschauen in die Liste der Fahrzeuge. Fahrzeugliste und gucken, welche denn dann ganz schlechte Zahlen fahren. Gewinnen. Aber das sind hier Züge, okay. Mit 20.000 Minus ist da jetzt hier Saxionia. Wo ist denn der? Der ist willig. Da sind ja noch mehrere drauf. Dann gucken wir uns die mal alle dann an. Der erste Plus, zweite Plus, da ist einer Minus. Also von den vier machen drei Plus und einer macht Minus. Der wird subventioniert und dann läuft es auch. Und das ist auch gut so. Das lassen wir so. Da machen wir uns keinen Kopf drum. Der fährt gerade auch mit 31 Passagieren. Der fährt wahrscheinlich als letztes hinter den anderen hinterher. Das sollte aber gut sein. Dann haben wir hier noch eine Linie. Die fährt wo? Nach Lippstadt. Das ist der Einzelzug. Den hatten wir ja schon mal zwischenzeitlich angehalten, dass der nicht so oft fährt. Aber das will ich auch nicht machen, weil die Stadt muss ja auch wachsen. Und dafür ist es, glaube ich, besser, wenn der öfter fährt. Und 12.000 Miese, das ist jetzt auch nicht gerade das Problem. So, und dann kommt schon Kutschen mit 500, wahrscheinlich auch in dementsprechenden Städten, wo nicht so viel los ist, wo kleines Örtchen ist, so wie hier Friedrichsdorf. Das sind keine großen Orte und 500, da brauchen wir nicht drüber reden, das ist nichts Schlimmes. Wo ist denn der Punkt, dass es ins Plus geht? 400. Sind alles Kutschen, die hier miese fahren, sozusagen, ne? Das ist halt so. Und vermutlich, wenn eine Kutsche dauerhaft im Plus fährt, spielt das auch keine Rolle, ne? Warum waren die eine Kutsche da gerade so eingerückt hier? Ach so, wahrscheinlich, weil hier irgendwas. Nee.
Weiß ich jetzt auch nicht. Aber das waren jetzt alles Kutschen hier, oder? Alles Kutschen, ne? Es sind immer welche eingerückt. Zwei Züge fahren miese. Und sonst? Schiffe. Nee, die sind schon ein Plus. Es gibt auch Kutschen, die tatsächlich Plus fahren. Tatsächlich gibt es die Kutschen mit zwei Pferden vorne. Die sind am besten. Macht das noch einen Unterschied? Wahrscheinlich, wenn in dem Dorf viele Anstiege sind wie hier, dann macht das vielleicht einen Unterschied, dass sie noch schneller sind, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Kutschen sind es, die Plus fahren, alle anderen fahren Minus. Schiffe sind wohl alle im Plus. Knapp aber im Plus. Und dann gibt es natürlich auch welche, die nicht nur knapp im Plus sind, sondern auch richtig gut im Plus sind, so wie hier. Und dann gibt es die Züge, die natürlich das Geld dann richtig reinschaufeln hier wahrscheinlich, ne? Ja. Bestes Ergebnis mit 257.000 ist Gütersloh, Brandenburg, Köln, Gütersloh Rathaus. Oder? Verstehe ich das hier fest? Nee, das ist. Nee, 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 das ist. Das ist gar nicht die. Nee, das ist die Linie, die zwischen Schwandorf fungiert und dem Hafen. Die fährt am meisten Plus ein. Hätte ich jetzt auch nicht mitgerechnet. Okay, passt aber. Ja, können wir gerade nichts anderes dran tun. Jetzt würde ich sagen, gehen wir noch mal eine Runde durch. Fangen hier oben vielleicht an. Können noch mal checken, so ein bisschen nebenbei, was hier zum Beispiel an der Burg steht. Da steht nix. Die letzte Kutsche hat zwei Passagiere, also passt das. Hier, das ist so prädestiniert. Da können wir vielleicht wahrscheinlich eine Schmalspurbahn dann als erstes bauen. Weil eine große Bahn lohnt sich für sowas hier ja nicht. Dann machen wir eine Schmalspurbahn, die wir dann von da über da nach da fahren nachher. Aber jetzt geht das noch nichts, oder? Doch, es würde sogar schon was gehen, aber wir haben ja kein Fahrzeug dafür. Das käme ja erst 1885 oder sowas. Ja, schade drum. Wird aber interessant dann zu sein und hier sowas auch zu setzen, wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Das Schifflein hier ist voll besetzt. Lass uns mal auf die Linie gehen und gucken. Ja, Fahrzeugliste ist das ja. Ja, da sind aber nicht alle voll besetzt. Okay, das können wir so lassen, denke ich. Passt. Jetzt gehen wir hier hin, mal schauen mal gerade an diesem Hafen hier vorbei. Da stehen 71. Das heißt, hier ist ein Problem, aber das ist der Zug, sondern nicht die Schiffe. Fährt der Zug nicht regelmäßig? Hat er noch einen Stopp? Der hat noch einen Stopp. Puh. Da war jetzt eine Kutsche unter das mitgenommen, ne? Aber warte, das war ja der Zug. Ne, da gehen wir hier hin, ne? Und dann dahin. Abfahrten, Monat. Machen wir zwei im Meer, ne, machen wir doppelt so viele. Ist dann die Frage, wann er losfährt, ne? Hier ist aber alles gut. Gehen wir nochmal auf den Plan hier. Hatten wir Erlangen? Ja, da haben wir gesprochen. Und da ist nichts. Benennen waren wir gerade. Lippstadt nochmal gucken. Da ist nichts außer Grenze. Schwandorf. Sieht gut aus. Jetzt gucken wir mal gerade hier unten. Aber nee, das hatten wir schon ganz am Anfang. Hier stehen groß keine. Ah, doch, 65. Aber die wollen alle nach oben gebracht werden. Das heißt, der Zug muss da vorbeikommen, was er ja gleich auch macht dann, ne? Da gehen ja 80 rein, ne? Ja, dann passt das auch. Das wird klappen. Da sind dann gleich nur die 8, die wir da rüber wollen. Hier sieht es mit 35 so aus, dass die auch rüber wollen. Da kommt gerade ein Schifflein. Das lädt und fährt wieder. Wir bestehen jetzt noch da. 19, das heißt, warte mal hier, stehen 65, die wollen aber alle weg. Ach so, ich müsste mal gerade das Schiff auswählen, ne?
Oh, das ist sie sogar hier, die Fähre. Fahrplan, wie sieht der dann da aus? 30 Abfahrten pro Monat. Das jeden Tag einmal. Der fährt schon jetzt. Oh, das war jetzt falsch. Wegpunkte wollte ich nicht setzen. Und der fährt leer dahin, ne? Aber ich glaube, das ist dann schon passend, weil hier stehen jetzt noch 19. Lass mal gerade schneller kurz laufen. Jetzt stehen ja nur noch 3, ne? Genau. Kommt der damit? Er hat 2 sogar geladen. Da war zwischenzeitlich ein Zug, der da 2 runtergebracht hat. So, und jetzt steht hier keiner mehr, ne? Der Halt da oben ist auch nicht ganz lange. Aber jetzt stehen ja, ach so, die Wegkursollen. Hier steht keiner, der gekommen ist. Da kommt jetzt der Zug. Und da sollen jetzt 49 rüber. Da sind etwas mehr wie 3 Fahrten für die Schiffe, ne? Ja, die bauen jetzt ab. Da fährt, wird noch zweimal gefahren und dann sind die weg. Wie lange dauert es, bis der Zug dann wieder kommt? So, ich müsste jetzt hier gucken. Da ist schon keiner mehr drin. Jetzt war aber der Zug da. Warte mal, das müssen wir mal langsamer machen. Nochmal die Fähre. Und die Fähre. Er hat ja jetzt nur noch 5. Das heißt, bei der nächsten, na, 11 sind's. Da unten sind 10. Fährt aber mit 0 da unten schon zurück. Und er fährt jetzt auch mit 0 zurück. Das heißt, er wartet jetzt schon auf den Zug, der da kommen muss. Der fährt erst noch in die andere Richtung, weil wir sehen, nee, der kommt auch schon. Mit 64, okay. Das ist so, das können wir nicht ändern. Lass weiterfahren. Das ist jetzt gerade nicht so wichtig. Und ja, hier wird es jetzt wahrscheinlich so sein, dass das passt, ne? Stehen hier Leute. Schwander, Schwander, aber okay, da wollen noch welche jetzt hier rüber. Das ist aber mit der nächsten Schifffahrt erledigt. Da kam aber jetzt gerade neuer. So, der setzt da welche hin. Und das Schiff fährt noch zweimal, oder wie sehe ich das? Ist jetzt voll geladen und fährt noch nicht. Hat er wieder 16. Fährt. 0 zurück und einer nochmal hin. Ah, das sieht so aus, hier ist kein Zug in der Zeit gekommen, dann passt das eigentlich. Das können wir so lassen. Gucken wir jetzt nochmal nach Friedrichsdorf, da ist alles gut. Wie viele 1000 Leute stehen hier? 22. Intern fährt keiner, ist alles eine Zuggeschichte. Wie viele stehen hier? Keiner. Der Zug ist wie voll? Mit 22, das geht mal. Ja, das heißt, Bad Mergentheim ist der nächste Halt hier. Wie sieht's hier aus mit 51? Intern ist hier nur 39 Stück. Okay, das würde bedeuten, wir haben zu wenig Kutschen, aber da fahren ganz viele Kutschen, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf sehe ich. 5 mal 6 sind 30 und hier sind 39. Kriegen Sie die weg oder kriegen Sie die nicht weg? Jetzt kommt schon der nächste Zug. Jetzt stehen da 42 Trenaer Straße. Jetzt kam aber für die Trenaer Straße keine dazu. 27 sind das jetzt. Kriegen wir das jetzt hin? Immer noch 27? Trenaer Straße sind immer noch 27. Ist gerade kein neues Ziel sozusagen. Immer noch 27, obwohl mehrere Züge jetzt da waren. Jetzt nur 23, 19, 13. Jetzt werden die gerade alle abgefrühstückt. Trainerstraße noch einer. Und jetzt wieder 8. Ein Zug hat wieder welche gebracht. Okay, das läuft. Das ist einer gewesen. Da können wir mit leben, denke ich, ne? Gut, dann Achim. Warte mal, bei Mergentheim noch mal schnell gucken. Nicht, dass ich gerade verpasst habe, dass ein Haus gebaut worden ist. Ist aber wohl nicht.
Ich soll rausscrollen. Hier ist alles tippitoppi. Das sagt der Bahnhof. 49. Intern sind hier einmal 28. Beziehungsweise sind ja noch ein paar mehr hier. 3, 39 und 3 sind 42 ungefähr gewesen. Wie viele Kutschen fahren hier lang? 1, 2, 3 oder sind es 4? Ne. Lass uns hier auf dieser Route noch eine Kutsche machen. Stadtbus Achim, da machen wir noch eine Kutsche drauf. Hier, das ist, geht bestimmt noch was. Das, Stadtbus Achim und starten. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Hier nochmal hin. Hier wächst nichts außerhalb. Ist alles gut. Köln, wie sieht's da aus? Leider auch nicht. Es könnte sein, dass diese Straße hier rechts mehr geworden ist, aber nichts rausgewachsen. Hier ist auch noch alles gut. Königsbrunn sieht auch gut aus. Bad Zwischenahn auch gut aus. Ich weiß nicht, ob das Zipfelchen neu ist. Hier ist alles abgedeckt, ne? Ja. Lüneburg, das war auch eine stark wachsende Stadt, aber an falschen Stellen, nicht wo wir was bauen können. Zwei Brücken. Hat auf jeden Fall hier ein Stückchen Straße gebaut. Sehr interessant. Das Ende war, glaube ich, schon immer so lang, aber das ist schon mal schön, dass da was gebaut wird. Gehen wir nochmal nach Bayreuth rüber. Ja, die haben nicht viel Fläche, da wird es bald irgendwie was passieren müssen, meines Erachtens. Billig, alles abgedeckt hier oben. Das T-Stück war da, glaube ich, schon immer da, wenn es ein T-Stück war, war aber eine richtige Kreuzung, ne? Hier ist auch alles abgedeckt, Ettlingen. Ja, die sind auch knapp mit Land, die müssten auch weiter hier raus expandieren. Willensdorf, da tut sich auch nichts. Wie sieht es bei Willensdorf an der Burg aus? Zug kommt gerade und nimmt 6 Passagiere mit. Ja, jetzt sind sie weg, passt. Wie sieht es am Hafen aus? 20, alle weg, ne? Ja, passt. Hier ist nichts. Hier ist nix. Das ist abgedeckt, ne? Ja. Und benennen ist auch nix. Ja, würde ich sagen, sind wir erst durch. Ich sag mal, ich lasse in der nächsten Folge wieder was durchlaufen, damit wir wieder was zu bauen haben, weil das war ja jetzt gerade nicht so viel. Wir haben zwar ein bisschen was gecheckt, wir haben Daten und Fakten für Einführungszeiten gekriegt. Das ist vielleicht auch nicht verkehrt und ja, müssen wir mal gucken, wie wir weiterkommen. Ne? Ich sag mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.